gründliches Kauen und seine Vorteile für die Gesundheit. Und das ist schon mal das Gute. Es gibt nämlich nur Vorteile. Es gibt keine Nachteile. Es gibt Zeiten, da geht es uns schlecht. Und das ist die Stunde der Wahrheit. Warum? Warum? Habt ihr schon mal, ist es euch schon mal so ergangen wie dem der Silhouette hier? Also ist mir schon manches Mal gegangen und wisst ihr, worüber ich mich am meisten gewundert habe? Was da alles noch für Brocken sind. Ist, kennt ihr das? Also wirklich. Und das zeigt auch irgendwo, dass man die Sachen nicht richtig gekaut hat, oder? Und das ist nicht ganz unwichtig. Hier wird die Frage gestellt, das ist von der Internetseite, warum ist Kauen so wichtig und wie kaut man richtig? Und das hat auch mit unserem Grundthema zu tun, dem Übergewicht. Lesen wir mal kurz mal die zwei, drei Zeilen. Übergewicht ist heutzutage ein weit verbreitetes Problem. Diäten können Erfolge bringen, Enttäuschungen bleiben aber nicht aus. Eine recht einfache Möglichkeit abzunehmen ist laut Experten langsames Essen in Kombination mit sorgfältigem Kauen. Neben dem Abnehmen hat gutes Kauen auch noch andere Vorteile. Also sorgfältiges Kauen. Und der Effekt ist ein ganz einfacher, da braucht man gar nicht viel Anatomie, Physiologie zu studieren. Wenn wir uns Zeit lassen mit dem Essen und gründlich kauen, bereiten wir die Nahrung für den restlichen Magen-Darm-Trakt vor, sodass praktisch der Körper die Nahrung besser aufschließen kann. Die ganze hormonelle Kaskade mit den Reizen, wann bin ich satt, wird auch in einem viel ausgewogeneren Verhältnis erreicht, sodass man praktisch früher ein Sättigungsgefühl empfindet, bevor man sich wirklich voll gefuttert hat. Und das hat auch Einfluss auf die ganze Hormone. Hier im Fokusartikel wird gesagt, außerdem wirkt sich eine gründliche Durchmischung der Nahrung mit Speichel positiv auf den Insulinhaushalt des Körpers aus. Wie laut dem WDR der Privatdozent Dr. Wilfried P. Bieger in München eine Untersuchung zeigen konnte. Bei Probanden, die gründlich gekaut haben, lagen anschließend der Blutzucker und der Insulinwert niedriger, als wenn sie dieselbe Nahrungsmenge hastig gegessen haben. Also da gibt es Untersuchungen zwischen Hastigessern und solchen, die sich Zeit genommen haben, und da gibt es messbare Ergebnisse. Wer sich für das Kauen Zeit lässt, schmeckt die Nahrung zudem intensiver, nachvollziehbar, nicht wahr? Wenn wir Das Schönste am Essen ist ja nicht das Verdauen, sondern wenn wir die Nahrung im Mund haben, ne, und es gut schmeckt. Und wir sind manchmal so dumm und essen, schlucken viel zu schnell runter oder kauen nicht richtig. Und dabei rauben wir uns selber einer gewissen Freude am Essen. Essen wird dadurch mehr zum Genuss und viele Menschen erreichen dadurch ein stärkeres Sättigungsgefühl. Somit kann sorgfältiges Kauen auch schlank machen. Und das ist doch ein guter Tipp, oder? Es hat auch mal jemand ausgerechnet, dass man bei gründlichem Kauen innerhalb eines Jahres allein durch den Energieverbrauch unseres kräftigsten Muskels, den wir haben, den Masseter, den Kaumuskel, 10 Kilogramm abnehmen könnten oder so viel verbrennen, wie es an 10 Kilogramm Gewicht entspräche. Also heißt es, schnelles Schlingen macht dick. Wer seine Mahlzeiten schnell in sich reinstopft, hat ein dreifach höheres Risiko, dick zu werden. Zu diesem Ergebnis kommt eine japanische Studie. Es gibt gute Argumente für gründliches Kauen und die wollen wir uns auch vergegenwärtigen, um uns auch zu motivieren, das besser zu beherzigen. Das eine ist vielleicht ganz einfach, der ganze Zahnhalteapparat, die Zähne, die Kieferknochen werden gestärkt. Die Durchblutung des Gehirns wird dadurch auch verbessert, also rein mechanische Gründe liegen schon mal auf der Hand. Es führt zu bewussteren Wahrnehmung der Lebensmittel. Du kannst den wahren Geschmack der Speisen viel intensiver spüren.
Ne? Also von der Menge an Salzstangen könnte man bei langsamem Genuss mehr haben, als wenn man so isst wie die junge Dame hier auf dem Bild. Ja, die Zähne, der Speichel, der hat gute Eigenschaften, nämlich da sind Immunglobuline drin, Abwehrstoffe, da sind Enzyme drin, die helfen, dass die Nahrung verdaut wird, schon im Mund. Und gleichzeitig gibt es Stoffe, die unsere Zähne schützen. Und dazu zählt auch Fluorid und Rhodanit, dadurch wird der Zahnschmelz gestärkt. Also jedenfalls, wenn wir gründlich kauen und mehr Speichel, die Nahrung mehr einspeicheln, dann ist es auch gut für die Zähne. Ja, wir haben dazu eine ganze Menge an Speicheldrüsen, wie hier in dem Bild links dargestellt. Und die Amylase ist ein Enzym, was dort in den Speicheldrüsen ausgeschüttet wird, mit dem wir Kohlenhydrate verdauen. Und die Kohlenhydratverdauung oder die Aufschlüsselung der Kohlenhydrate wird erst wieder im Dünndarm fortgesetzt. Das heißt, während die Nahrung im Magen ist, wird wegen des hohen Säuregehalts gar keine Kohlenhydrate weiter aufgeschlossen. Und wir können dem Darm schon eine gute Vorarbeit leisten, wenn wir im Mund die Nahrung gut kauen und dort schon gut einspeicheln. Zahnschmelzschutz habe ich erwähnt, aber es gibt eben auch die antibakterielle Eigenschaft durch die hier erwähnten Stoffe. Und eins Wichtiges wären doch die Haptokorine, ein Bestandteil des Speichels, hilft praktisch in der Kombination mit dem wichtigen Vitamin B12 zu bilden und es kann auf diese Weise auch schon im Mund resorbiert werden. Ein Problem für viele, die auch älter werden, Vitamin B12-Mangel, gar nicht so wenig verbreitet. Gründliches Kauen kann helfen, auch mehr Vitamin B12 aufzunehmen. Die Nahrung wird fein zerkleinert und dadurch vergrößert sich die Angriffsfläche der Verdauungsenzyme. Wir haben ja, nicht manche Tiere müssen schlingen oder sind so geschaffen, dass sie schlingen. Wir haben ein wirklich ausgeprägtes Gebiss und können deswegen die Nahrung besser zerkleinern. Und das entlastet die Bauchspeicheldrüse. Ne, je mehr schon von der Alpha-Amylase in unserem Speichel die Nahrung wirken kann, desto weniger hat die Bauchspeicheldrüse zu tun und muss weniger ausschütten. Dass der ganze Darm, die ganze Verdauung im Darm profitiert davon, nicht? Mit den Gärungs-Fäulnisprozessen, die viel weniger auftreten, weniger Verdauungsbeschwerden, Blähung und natürlich auch Bauchschmerzen. Und so kann auch im restlichen Darmtrakt alles besser, alle Nährstoffe können besser aufgenommen werden. Und wie ich vorhin schon sagte, das Sättigungsgefühl tritt viel eher ein. Und deswegen kann man an Gewicht verlieren, weil das Sättigungsgefühl eben schneller wahrgenommen wird und dann dadurch nicht so viel gegessen wird. Also im Grunde genommen, wenn zwei am Tisch sitzen, der eine schlingt, der andere langsamer isst, dann ist natürlich wer früher satt? Nee, der schlingt. Der schlingt ist früher satt, ne? Aber wenn der Langsame dann isst, bis er satt ist, dann hat er weniger gegessen, ne? Also im Verhältnis zu seiner Menge an Nahrung stellt sich das Sättigungsgefühl früher ein, ne? Und nicht in der Zeit des Essens. Ja, jetzt kurze Gedanken. Noch, wie bringe ich mir denn bei, gut zu kauen? Dazu eignet sich weniger die Götterspeise oder der Pudding, sondern eher das Trockene. Also auch vom Brot gilt eher das Trockene, ne? Das gut durchgebackene oder das vielleicht schon ein paar Tage liegt, ist viel geeigneter, um auch sich anzugewöhnen, gut zu kauen. Ne? Weniger Brei, mehr Sachen, die man kauen muss.
also nicht unbedingt den Brei, sondern das Granola als Müsli. Weniger Weißbrot, mehr Vollkornbrot. Und je kürzer die Zeit für ein Mahl ist, desto weniger dürfen wir essen. Das heißt, haben wir nicht so viel Zeit, wie Heike ja schon ausgeführt hat, dann sollten wir auch nicht so viel schlingen in der kurzen Zeit und notfalls lieber mal eine Mahlzeit ausfallen lassen. Ja, das kann man sich auch so ein bisschen mal als Ziel setzen. In Empfehlung sagt man, naja, mindestens vielleicht mal anfangen mit wenigstens 20 Mal kauen, bisschen in den Mund nehmen, mitzählen. 20 ist noch gar nicht so viel. Meine Mutter hat mir immer erzählt, 32, so viele Zähne, wie man hat. Aber es gibt auch Empfehlungen, die weit drüber hinausgehen. Also man kann sich das auch so ein bisschen antrainieren. Ja, und das ist die Take-Home-Message. Wie oft soll ich dir denn noch sagen, erst kauen, dann schlucken? Ja, das war's. Heike hat ja noch was angekündigt. Ja,